Gestern 30 Minuten telefoniert und nachts mit meinem Brate Moi, Ristos. Wir haben da ein bisschen getalkt, geteacht. Wir haben Marktwerte eingeführt übrigens. Risk-Marktwerte. Ey, das hat einen Marktwert von 85 Millionen. Mhm. 85 Millionen. Das ist schon hoch. Dullen-Marktwert gesunken. Eidos hatte vor, wir brauchen eigentlich so eine Marktwertentwicklung. So, Peng. So, zack, zack, zack. 100 Millionen. Eidos 90 Millionen. Das Ding ist, hier war Malle. So, Eidos war lange. Das ist Eidos jetzt. Eidos ist ein Graf. Hier so. Dann war Silvester. Ging hoch. Hat sich gehalten, bisschen höher, so bei Events und so. Malle! Bam! 85 Millionen aktuell. 85 Millionen Marktwert von Ristos. Digga, der hat so WM, hat WM von Enzo Fernandez gespielt, mäßig. Er wurde U20 Wrestler of the Year, Wrestler of the Tournament, Wrestler of the Trip. Ristos, boah, einfach performt. Dullen Mike hat hier gestartet. Da war ich einmal mit ihm feiern beim Pop-Up-Store in Berlin. Und dann habe ich gehört, jetzt wo Novalia, eigentlich, ja doch, es bleibt so. Dann habe ich gehört, Novalia, hier war er war bei 45 Millionen, hier ist 45. Novalia, er hat egal was gemacht, egal, auf jeden Fall ist sein Marktwert gesunken. Um 10 Millionen. Bei 35 ist jetzt. 35 Millionen bei Dulle. Ich war einmal mit ihm feiern, es war geil. Also gut dabei. So. Hat er nicht gewusst, aber trotzdem cool. Musti hat Frau Chat. Daniel Lumpgold. Millionen Marktwert. Ali Predator FIFA. Das habe ich gestern alles mit Eidos besprochen. Das mache ich gerade nicht spontan. Das habe ich schon besprochen. 20.000? Ja, er kann ja ein bisschen reden und so. Das ist ja okay. Das muss man ihm lassen. Hier, Ali. Ali hat keinen Profivertrag. Ali Predator FIFA. Er hat keinen Profivertrag. Leider. Er hat noch keinen Marktwert. Er ist nicht bei Transfermarkt eingetragen. Willi und ich, das Ding ist, wir sind halt alt. Deswegen ist unser Marktwert nicht mehr so hoch. Willi und ich, wir haben keinen Marktwert. Omet! Boah! Omet! Ich sag so, warte, was gab's denn so für Ereignisse? Ich muss mir gerade immer so nachdenken, was für Ereignisse gab. Mit Omet war ich da auf Malle. Wo war ich noch? Thailand. Da haben wir das gemacht. Okay. Rolling Loud. Achso, das war Thailand. Okay. Omet. So hier. Zack. Bam. Malle. Ach, 80 Millionen. 80 Millionen. Omet immer gut dabei. Auch Verified. Dings, die haben blauen Haken. Eidos und Omet sind Verified. Die haben blauen Haken von Rizzler Academy. Korai, oh. Korai ist hier. Malle letztes Jahr. Riz auf 0. Hier ist noch E-Date. Riz auf 0. Malle. Bisschen hoch. Und seitdem denkt er Riz oder so. Ja, dann ist wieder gesunken, so, weil keine Spielpraxis und so. Jetzt so hier. Korai ist bei 10. Unter Daniel. Wie lustig ist das gerade? Korai Vertrag ausgelaufen. Ich mach meine Cam dahin. Ey, wo ist mein Cam, Mann? Rojo, Frau. Adam ist nie am Risen, merk ich gerade. Adam ist immer nur so guter Kumpel. Der ist immer gut für die Gruppe. Ich muss eigentlich hier noch hinschreiben, dass es Eidos ist. Eidos. Bodenlos. Omet. Dullen. Slumpy. So, die Academy. Und Korai. Eigentlich muss auch rein. Willi und ich haben keinen Marktwert. Wir sind alt. Wir sind so diese Luka Modric. Und der Dulle Crazy. Und der Slumpy sogar, Korai. Chat schreibt 20.000 bei Slumpy. Crazy. Wo ist Reason? Reason hat Frau. Reason hat schon 2 Freundinnen gehabt. Reason. Zack. Dann war Malle 1. Das ist Malle Dings. Wie heißt das? Summer Games von Eli. Summer Games ging auf 60 Millionen direkt. Er hatte davor schon Freundinnen, deswegen starten wir bei 20 Millionen. Ging auf 60 Millionen. Gehalten, Freundin, passt. 60 Millionen Reason.
Einfach nur, weil es eine Schwedin mit ihm getanzt hat. Die, keine Ahnung, da hat dann was passiert. Erik dankt für 10. Schweden hatte auch was mit Elders und Korak. Ich weiß, aber Elders hat den gegönnt, Bro. Und Korak hat nicht geschafft zu Reason. Aber Reason hat halt immer Freundinnen, das ist doch gut. Deswegen gebe ich ihm auch einen hohen Wert. Musti. Musti, ja, muss auch unten starten. Weil ich da manchmal gesehen habe, wo er im Discord gezockt hat mit Lizetski und so. Gottlos. Malle ist hier, ja, so 5 Millionen einfach. 5 Millionen. E-Date. Also, den ging eigentlich hoch. Was war dann? Wo habe ich Musti? Ich habe irgendwo mal mit Musti gefallen. Ah, das war auch Pop-Up Store. Das müsste. Jetzt muss hier sein irgendwo. Pop-Up Store ging hoch. Ging hoch ein bisschen auf 30. E-Date. Wieder runter. Und jetzt Freundin, deswegen geht wieder hoch. Wir sind bei 30 Millionen bei Musti. Er ist unter Dullen. Nee. Das Ding ist, Dullen ist halt so ein Maguire. So hoher Marktwert. Mit viel Potenzial, aber kommt nicht mehr rum. Glaube ich. Musti gut auf Ernsthaft offline bist. Digga, Musti muss safe über Dullen, sag ich. Aber die Leute merken nicht. Ich kann nicht denn ganz unten sein. Digga, Korak, was hast du denn gemacht? Wie, warum bist du ganz unten? Du hast Glück, dass du 10 Millionen hast. Du hast nicht mal 10 Millionen verdient. Ist daran denn respektlos? Nicht ganz unten. Wer denn sonst? Wer denn sonst? Du hast einmal in deinem Leben mit, ja, über Bulle, über Dulle, über Slumpy. Nein, Junge. Die gehen jede Woche trainieren in Dortmund. Squad Battles und so. Die trainieren ohne Ende. Slumpy auch. Eigene Partyveranstalter und so. Allein das Rist. Omid bei Summer Games auch gottlos gewesen. Ich weiß nicht, was da war. Omid ist immer gottlos. Ja, alles gut. Dullen hat nur einen hohen Marktwert, weil er Saudis verarscht hat. Nein, Dullen ist so Engländer. Er ist Engländer. Er spielt Premier League, Engländer, so hoher Marktwert. Zack. Yeah. Dullen ist Engländer, deswegen ist sein Marktwert so teuer. Keiner versteht, wieso. Wen gibt's noch? Eli hat eine Freundin seit 9 Jahren, seit dir. Das ist nicht mal hier in der Liste drin. Kalle macht nichts. Und mit Umut war ich noch nicht feiern. Marlon kann ich auch mal ranken. Aber Marlon ist nicht einer von den Young Guns. Marlon ist auch erfahren. Marlon ist auch über 100 Mille. Ich bin Garnage. Das ist wirklich so. Bilo Jordan, Marlon, wir sind alle nicht in der Academy. Das hier ist eine Academy. Das sind die Jungs. Das ist so U19 von Man City. Und wir haben jetzt Champions League. Predator lang für 8. Hier hast du mein Wort. Ich bin ein Huso, wenn ich da nicht Marktwert steigere. Der ist doch nicht schwer, von 10 Millionen zu steigern. Academy Ernst. Ja, wir haben ein gutes Team zusammengebaut mittlerweile. Eldos, Omid, Reason, Dullen, Musti, Slumpy, Korak. Auf Minimum 40 Millionen. Schau. Korak sagt, auf 40 Millionen kommt er nach. Nach einem 8-8-Abend. Da musst du einen Fünfer haben mit 4 Frauen. Dullen, 35 Millionen, sehr stark. Ja, Dullen, danke für 31 Monate. Dullen, du bist aber Engländer, deswegen ist es so hoch. Eigentlich muss Musti über dir. Aber Musti ist Türke. Er ist Arda Güler, deswegen ist dein Marktwert nicht so hoch. Und du bist halt Engländer. So rein von Leistung ist aber Musti besser. Und sogar Freundin. Und ich habe gehört, dein Marktwert war sogar auf 45 Millionen Dullen. Da habe ich aber Novalia gestern gehört, was dir passiert ist, was du gemacht hast. Deswegen ist es minus 10 Millionen, mindestens. Wie kann Omid in der Liste sein, in der Academy? Mann, Omid ist aber schon verified. Das sind so die Kapitäne. So geht sagen wir zweite Mannschaft. Das sind die erfahrenen Spieler. Einfach Elders. Guck dir mal die Steigerung an hier. 50 Millionen. Aber ich schwöre, das ist verdient, diese 50 Millionen Anstieg. Ich schwöre. Malle war so crazy mit Alter. Man, aber wir können nicht sagen, was passiert ist und so, Digga. Das ist halt das Blöde. Ich kann nicht sagen, was bei Dullen passiert ist in der Weiher. Ich kann nicht sagen, was Elders auf Malle alles gemacht hat. Reason Malle gestiegen. Einfach so WM. Enzo Fernandes war das. Reasons Enzo Fernandes. Nie da gewesen. Einfach irgendwo. Benfica so rumgegammelt. Pop! WM. Einen Tag gut gespielt auf Malle. Und dann ist es. Ja, später bei Enzo. Bei Chelsea hat guten Vertrag. Passt. Ey, das 6 Tore WM. Gibt's noch irgendwelche Spieler in der Mannschaft? Omid geht stetig nach oben. Umut? Ich war noch nie mit Umut feiern. Und der hatte Freunde oder nicht? Aber alles, also was Elders mir immer sagt, dass Umut keinen Riss hat, Bro. Mit Vardial war ich auch noch nicht. Ada, ihm will ich nicht zu nahe treten. Hugo? Nee, warum? Man, ich habe mit Hugo noch nie gefeiert. Aber Hugo, 15 Frauen Video.
Der Mann, also wenn Cora, wenn Hugo in die Academy will, Hugo ist bei 12 Millionen. 12 Millionen, Berateragentur ist free gerade. Und dann Koray, denk nicht, du hast mehr als der. Ja, natürlich über Koray. Koray, was denkst du? Hallo, du hast bis jetzt ein Profispiel gemacht, ein Profidebüt. Du hast einfach nur gespielt und es war nicht mal gut, das Spiel. Es war nicht mal gut, dein Spiel. Was redest du? Du hast nicht mal 10 Millionen verdient. Allein wegen Korays Kontostand mindestens 15. Ja, und Geld bringt ja nichts. Nürnberg Topspiel, nein. Ach, wir waren ja auch in Nürnberg zusammen. Silvester, waren wir auch zusammen? Wo waren wir Silvester? Ach so, da. Nee, sag mir nicht. Malle war dein bestes Spiel. Silvester, Nürnberg. Nee, da war, also du hast probiert, aber nee. Du hast den Ball gehabt und wieder verloren die ganze Zeit. Nee. Also du wolltest so den, du hast Pass gespielt, du meinst, hey, spiel mich an, du kriegst den Ball und verlierst den Ball. So. Kenne Hugo nicht, aber was von dem gesehen habe, glaube ich nicht, dass Koray unter Hugo ist. Hugo hat halt keinen Riss, aber trotzdem ist es sympathisch und viele Mädchen stehen drauf. Also voll viele haben Crush auf Hugo, glaube ich. Finden ihn süß und so. Digga, beim scheiß Völkerball-Event sitze ich da so. Ich war nicht mit Hugo im Team. Auf jeden Fall meinen wir dann Hugo, geh mal zu denen. Weil da waren so Mädels, die haben geschrieben, ne? Die wollten die ganze Hugo, die hatten so ein Schild. Und die ist immer gesprungen und meinen so, Hugo, wink mal. Dann springt die immer und die hat fette Hände, also fettige Hände am Schild. Und sind immer gesprungen und dann sind die immer auf und ab gehüpft, ne? Und es war sehr cool anzusehen. Und die waren gut, Digga. Richtig schlecht gerettet. Ja, und die stand auf Hugo, Digga. Ja, das zeigt mir, dass er trotzdem Riss hat. Unwanted Riss. Ungewolltes Riss, nenne ich das. Hugo leider kein Riss, sobald der Mund auf ist, ist fatal. Trotzdem 12 Millionen. Weil es trotzdem sympathisch ist, wenn er. Jetzt spielst du Minecraft. Warum? Okay. Sonst? Gehst du noch zur Schule? Yeah.